Oh ja, liebe Leute, willkommen zum nächsten Part von Let's Play The Legend of Zelda Wind Waker, wo wir zurück sind. Und nun so langsam in den Wald gehen möchten und ich ein bisschen sehr... Ich weiß, wie ich bin. Am Anfang erkunde ich alles und wahrscheinlich irgendwann bin ich faul wie ein Stück Sandsack. Ja, Sandsack. Frag mich nicht genau warum, aber ich meine, die Leute, die mich ja bisher kennen aus diesen Zelda RPGs, die wissen, wie ich da eigentlich drauf bin. Ich hoffe, hier sind wir in der richtigen Richtung. Und dass die Musik leiser wird. Scheint wohl der richtige Weg zu sein. Angeblich. Also, wem geht's zum Wald? Wollen aber hier noch kurz gucken. Aha, hier geht's noch hoch. Mal gucken, was hier so ist. Wahrscheinlich auch nichts Besonderes. Ah, aber ich muss es mir angucken. Ist halt blind. Was? Wir können sogar die Blumen. Nein, wir können die Blumen kaputt machen. Nein, 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 nein. Nein. Nicht die armen Blumen, Alter. So. Ah, da steht ein Schild. Was steht denn da auf dem Schild? Wahrscheinlich hielten verboten. Zur Feenquellenruine. Das Glück des Wohlstandes sei mit dir. Ah, man kann auch wieder hochdingsen. Oh. Das gibt's uns selten in solchen Spielen. Ein gefährlicher Jump, aber den haben wir ja normal gemeistert. Gehört. Oh, noch ein Rubin. Schmaragde. Ja, ich weiß, es sind Rubine. Ich sag bloß, das Schmaragde. Eigentlich müssten Rubine doch nur die roten sein, aber okay. Wir sind ja im Zelda-Universum. Muss das ja nicht exakt so sein. Ah, da ist die Person. Besagte Person ist da. Lass mich raten. Das erste Mal, wo wir gleich in den Kampf reinkommen. Das sieht ja auch voll nice aus. Man könnte gar nicht denken, dass es ein Gamecube-Spiel ist. So sieht. Finde ich zumindest. Oh. Wunderbar. War aber wenigstens im ersten Kampf ganz normal. Gut drauf. So, schön. Wie müssen wir her? So. Wunderbar. Ist hier wahrscheinlich hoch und darüber. Wird auch hier hoch. Wahrscheinlich müssen. Was ist denn das? Feenquellenruinen. Der Held der Legende soll diese Quelle aufgesucht haben, als er erschöpft vom Kampfe war und ihm erschien eine Fee. Seine Wunden wurden ihm sodann auf wundersame Weise geheilt. Zudem soll diese Fee ihre Pilger mit dem Glück des Wohlstandes segnen, weshalb sie auch den Beinamen Göttin des Wohlstands trägt. Interessant. Er sucht noch ein bisschen. Ist dann wahrscheinlich da weiter entlang, ja. Das aussieht ja. Da rüber? Auch nicht? Hä? Da entlang. Oh. Die schicken einfach neue Gegner vor uns. Oh, shit. Oh, wir machen sogar nice Kombos. Das ist bisher wenigstens in Ordnung. Wunderbar. Wenigstens zerschmashen wir unsere Gegner. Ah, oh, jetzt wacht sie auf. Oh. Chill doch mal deine Nippel besser. Na, egal. Wenn, dann muss das halt so passieren. Aha, wow. Was hast du denn für Klamotten an? Wie auch immer. Wo bin ich hier? Ach ja. Ich wurde ja von diesem riesigen Vogel... Captain! Captain! Captain Tetra! Klabauter Mann sei Dank, ihr seid unverletzt. Als ich euch in den Wald hoch oben auf dem Berg stürzen sah, dachte ich schon, es wäre um euch geschehen. Wald? Hoch oben auf dem Berg? Dieser verdammte Vogel hat mich also in den Wald oben auf dem Berg fallen lassen. Das ist ja wohl die Höhe. Du steh hier nicht so untätig rum, Gonzo. Gehen wir!
Mit dem Vogel habe ich mir nämlich noch. Mit dem Vogel habe ich nämlich noch ein Hühnchen zu rupfen. Captain, was ist mit dem Jungen? Was soll schon mit ihm sein? Kümmer dich nicht um ihn. Und komm gefälligst mit. Hm. Hauptsache die paar Gräser, die wir abgegrast haben, sind da auch wenigstens abgegrast. Lustig. Aber ich ja nicht. Michael! Da ist unsere kleine Schwester. Nein, du sollst nicht über den Brunnen. Nein, 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 geh nicht über die Brücke. Du wolltest mir das hinbekommen, hat genau sie. Okay, ist egal. Michael! Oh shit, Mann. Das ist natürlich scheiße. Da wolltest du schon vorausgehen, ne? Hey, Idiot! Vollidiot! Zappel gefälligst nicht so rum! Tja, jetzt glaube ich, haben wir das selbe Ziel. Irgendwie. Zumindest sekundär. Was? Du willst an Bord unseres Schiffes? Aber sowas von. Sag mal, hast du irgendwie nicht mitbekommen, wer wir hier sind? Wir sind Piraten, Kleiner. Musst du etwa, wir nehmen so einen nichtsnutzigen Knirps wie dich mit? Ich verstehe ja, dass du deine versteppte Schwester unbedingt retten willst, aber es sind weder eine Kreuz noch die Wohlfahrt. Wir haben nichts mit deinem Problem zu tun. Was du nicht sagst. Hey, geht's noch mit dir? Was quatschst du uns von der Seite dazwischen, du komischer Vogel? Nicht gleich aufregen. Alles, was ich sagen will, ist, dass wenn du hier nicht aufgekreuzt wärst, dieses Mädchen auch nicht verschleppt worden wäre. Willst du damit etwa irgendwas andeuten? Ja, das will ich tun. Will ich. Meine Arbeit als Postbote bringt es mit sich, dass ich viel herumkomme und viele verschiedene Inseln besuche. Ist euch vielleicht zu Ohren gekommen, dass seit einiger Zeit auf diversen Inseln junge Mädchen entführt werden? Nicht nur das, es handelt sich dabei ausschließlich um Mädchen mit langen, spitzen Ohren wie du. Dass hier gerade eben eine versteppte Mädchen auch gerade lange, spitze Ohren hatte, nicht wahr? Was ich sagen will ist, dass dieser Vogel sie offensichtlich mit dir verwechselt hat und somit irrtümlich verschleppt hat. Shit. Außerdem war es Michael hier, der dich vor den Monstern im Wald gerettet hat. Stimmt das? Ja. Und noch etwas. Dieser riesige Vogel scheint sein Nest, wenn man so will, in einem verwunschenen Bastion zu haben, die nördlich von hier liegt. Die verwunschenen Bastion? Meinst du diese Insel, die... Was gedenkst du also zu tun? Wenn ihr doch ohnehin schon dabei seid, wäre es dort nicht das Schlauste, den Jungen gleich mitzunehmen? Ha! Die Rede hättest du dir sparen können, denn das hatte ich sowieso vor. Ach klar, jetzt plötzlich. Aber die verwunschene Bastion hat man ja in letzter Zeit nur die haarsträubendsten Geschichten. Sag bloß, du hast allen Ernstes vor, mit dieser Ausrede von einem Schwert dahin zu gehen? Ich meine, selbst auf dieser verschlafenen Insel muss es doch wenigstens noch so etwas wie ein Schild geben, oder? Schließlich willst du vor eventuellen Gegnern ja nicht dumm dastehen. Sobald du etwas Brauchbares aufgetrieben hast, lasse ich dich an Bord. Nur damit du es Bescheid weißt. Sind wir erst einmal an Bord, kommen wir so schnell mal hier nicht wieder vorbei. Verabschiede dich also von den deinen Lieben, damit sie dich nicht gleich vermissen. Vielleicht wir sollten am besten das unserer Oma sagen. Sagen wir es jedem? Keine Ahnung. Michael, Ariel ist... Sag bloß, du hast vor, an Bord dieses Schiffes zu gehen, um sie zu befreien. Ja. Michael, gehst du irgendwo hin? Wohin? Tja. Das wollen wir nicht genauer erzählen. Michael, ich habe Ariels Stimme gehört, dann stimmt es also? Ja, stimmt. Ihr habt alles schon richtig gehört, aber wir holen uns unser Schild und dann passt alles. Würde ich jetzt mal so behaupten. So. Michael, was ist los? Bitte sag es deine Großmutter. Wo ist Ariel? Sie spielt doch noch draußen, oder? Boah. Ja, sie spielt noch draußen. Irgendwo mit einem großen Warum ist das Schild nicht da?
Ah. Michael. Ach, du hast das Schild. Ah, oh, ich dachte schon gerade. Du suchst dies hier, nicht wahr? Ja, genau das brauchen wir. Wie wir so gucken, Alter. Nimm ihn. Wir haben den Zeronenschild bekommen. Ja, der Held hat so ihn getragen. Drücke R, um dich zu halten. Während du hältst du L gedrückt, kannst du mit Hilfe von R auch abwehren, während du dich bewegst. Also so einfach. Ach, man sieht's dann. Dann ist es also wahr. Achille wurde verschleppt. Warum tun sie meiner Kleinen so etwas an? Na, wir können nicht viel machen. Wir müssen jetzt gleich was machen. So ist es nicht. So, mal sehen. Hier können wir kein Schild benutzen. Vielleicht erst draußen. Mal sehen. Mal sehen. Ich will mal gucken, wie das geht, damit ich halt wenigstens halbwegs mit den Spielprinzipien. Aha. Okay, so funzt das also. So, gehen wir doch mal. Wer bist denn du, Alter? Kleiner, du holst also sozusagen bei uns an? Sehr gut, als Neuerer gehst du nämlich sogar noch unter mir. Oh, jetzt muss ich nicht immer die ganze Zeit das Steak schrubben. Oh, hört sich interessant an. Na, das Schild hat aber auch schon bessere Tage gesehen. Was? Ob der wohl noch zu gebrauchen ist? Ja, wird schon seinen Zweck erfüllen. Also dann stechen wir in den See. Bist du bereit? Jo. Ich meine, so viel mehr Zeug brauchen wir jetzt nicht unbedingt am Anfang. Ich meine, das erste Abenteuer wird ja recht, in Anführungsstrichen, einfach sein. Also wir machen einen Dong, bevor wir losfahren. Zwei Dongs. So. Auf geht's, Mann. Ja. So geht man voran. Da gucken sie an. Michael, viel Glück! Rette deine Schwester Ariel! Pass gut auf dich! Und da hauen wir ab. Jetzt gucken wir noch, weil... Warum? Wegen der Oma? Sie sieht uns doch. Passt doch alles. Oh... Irgendwann mal fertig mit Winken. Wenn ich dich so sehe, frage ich mich, ob es nicht vielleicht das Beste wäre, du würdest die ganze Sache nochmal überlegen und von Bord gehen. Glaub mir, bald bist du völlig fertig mit Nerven und von Heimweh zerfressen. Sei vernünftig, überleg es dir nochmal. Auch ist es nicht zu spät, um zur Insel zurückzukehren. Nein, es passt alles. Michael, lauf hier nicht so planlos rum und du behinderst nur alle. Ich habe dich Nico zugeteilt, also geh unter Deck und frag ihn, was du tun kannst. Unter Deck. Okay, tun wir das mal. Scheißen wir auf alles andere, scheißen wir auf Erkundung. Wir haben eine direkte Aufgabe und diesmal machen wir sie, anstatt sie zu ignorieren in dem Sinne. Unter Deck. Aha. Ja, bist du Nico? Nicht so falsch, das hier ist Captain Tetras Kajüte, das geht doch nicht. Selbst wir dürfen da nur alle Jubeljahre mal rein. Da ist mir ja sowohl klar, dass Fremde überhaupt keinen Zutritt haben. Tja, so ist das. Ah. Unter Deck. Ja, irgendwie. Du bist wahrscheinlich Nico. Hey, Neuer, ich bin... bin ab heute dein Obermatrose, kapiert? Also hör auf das, was Nico dir sagt und wir werden uns bestens verstehen. Also erstes... Machen wir mal den Aufnahmetest, wie sich das für einen Neuen gehört. Kapiert? Also sieh mir ganz genau zu, wie ich es mache. Und schau dir das tüchtig was ab. Kapiert? Da bist du. Zuerst betätigst du den Schalter hier. Stell dich einfach davor und drücke nach oben, um auf den Schalter zu steigen. Kapiert? Genau, Schalter drücken. Und was passiert dann? Dann müssen wir einen Jump'n'Run machen. Okay, passt schon. Die Plattformen fahren dann von unten rauf und du musst sie auf sie drauf springen.
Wunderbar. Dann musst du auf die Plattform vor dir springen. Und die ist ein bisschen weit weg, was? So weit springen ist leider nicht drin. Aber es gibt natürlich einen Trick. Die Lampe dran. Ah, an das Seil. Wenn du an das Seil springen kannst, du dich an ihm festhalten. Mit Hilfe von kannst du schwingen. Und wenn du A und du drückst, lässt du los. Ah, das ist natürlich klar. Ja, hast du das alles kapiert? Das machst du einfach ein paar Mal, bis du bei der Tür zu dem Raum da hinten bist. Allerdings bleiben die Plattformen nicht ewig oben, also musst du dich schon ein bisschen nicht beeilen, kapiert? Gut, machen wir. Bis du es hierher geschafft hast, brauchst du mindestens ein Jahr Übung. Naja, wenn du es schneller schaffst, sollte ich dich wohl loben. Also häng dich rein. Tun wir. Achso. Ich wollte nur die Schalterung probieren, wenn ich. Oh, bisschen zu weit. Also wirklich, was soll das werden? Du musst schon genau springen, wenn du es bisher schaffen willst. Ach ja, eines habe ich dir vergessen zu sagen. Wenn du R gedrückt hältst, kannst du mit Hilfe von Richtung, die du schwingen willst, ändern. Mit Hilfe von kannst du das Seil hoch oder runter klettern. Kapiert? Ja, ja, passt schon. Mann, was kann ich dafür? Ui, ist ja knapp. Über geht's. So. Ui. Geht doch. Was? Du hast das so schnell geschafft? Ich hab dich wohl unterschätzt. Aus dir wird vielleicht auch mal so ein guter Matrose, wie ich es bin. Oder ein besserer, wer weiß. Ob ich ihm das wohl einfach so geben kann? Ach was, wird schon passieren. Also, die Schatzkiste da drüben ist für dich. Kleine Anerkennung von deinem Obermatrosen Nico sozusagen. Nimm dir den Schatz besser schnell, bevor noch die anderen kommen. Cool. Muss das mal laufen. Oh, Beutetasche. Eine praktische Tasche, in der du hauptsächlich im Kampf erworbene Items verstauen kannst. Von diesen Items gibt es insgesamt 8 Arten. Wenn du den Inhalt der Tasche ansehen willst, wähle sie an und drücke YZ. Hey Michael, wir sind bei der verwunschten Bastion angekommen. Komm sofort rauf. Ach, das war sie. Warum habe ich letztens immer Probleme mit meinem Hals? Ich verstehe das nicht. Also, zumindest was... Scheinbar nicht da, wir können das irgendwie zuweisen. Also. Achso, wenn wir da drin sind, können wir. Achso. Naja. Gehen wir einfach mal weiter. Gehen wir den einfachen Weg. So, den sprechen wir erst gar nicht an. Jetzt merkt man schon, jetzt werde ich. Das ist so typisch. Am Anfang vom Spiel, ich so voll so am Nachgucken. Dann läuft das Spiel, ich so kaum mehr, ja, kaum mehr Bock, wirklich was zu untersuchen. Aber so ist das halt mit mir, so ist das halt. Oh, es ist schon Nacht geworden. Hey, Michael, hier bin ich. Da hoch, oben. Ah, mal sehen. Oh, wir sind schon irgendwo hier da. Oh, da drüben sehen wir schon was. Alter Schwede. Ja, wie lange geht's noch nach oben? Ach du Scheiße. Der Ewigkeiten. Naja. Was treibst du bloß so lang mit Nico? Ihr werdet doch nicht irgendwas um einen Schatz oder so gewettet haben, oder? Aber wie auch immer. Sieh mal. Das ist sie, die verwunschene Bastion. Ui. Ja, das sieht ein bisschen interessant aus. Oh, Jesus.
Früher war das hier nur der Unterschlupf einer Bande feindlicher Piraten. Aber jetzt scheint es da ja wirklich gefährlich geworden zu sein. Na, mit den Vögeln. Sieh mal da. Da drüben. Wo, was? Das Fenster da. Es ist hell. Oh. Kommen dir die Möwen irgendwie bekannt vor? Mute mal stark, dass sie da oben deine Schwester gefangen halten. Die Bewachung scheint aber ziemlich streng zu sein. Die finden uns noch, bevor wir überhaupt einen Fuß an Land setzen. Wie stellen wir das wohl am schlauesten an? Was? Wir? Ja, passt schon. Was? Oh. Nun mach doch nicht so einen Aufstand. Ein paar Opfer muss man bei solchen Unternehmungen eben bringen. So ist das halt. Außerdem ist die Sache völlig ungefährlich. Wir machen das schließlich ständig. Also, ist alles bereit? Lass ihn nicht durch die Luft sausen. Ich will einen Flug nach Fortschrift sehen. Ich weiß einfach nicht, wer spricht. 3, 2, 1. Und los. Tja, so ist das halt. Voll an die Wand geklatscht. Nein! Das Schwert ist weg. Da kommen wir zum Schwert. Hoffe ich mal. Oh nein. Verwunschen ein Bastion. Unser Schwert ist nicht da. Das ist doch perfekt. Ein perfekter Anfang, um diesen Part zu beenden. Deswegen sage ich doch mal vielen Dank, dass ihr in diesem Part dabei wart bei Let's Play The Legend of Zelda Wind Waker. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Oh nein. Ein Schwert. Tut mir leid, da haben wir wohl etwas daneben gezielt. Ha, du schaust aber auch ganz dumm aus der Wäsche. Scheiße, ich bin 1 Millimeter nach vorne gelaufen. Verdammt. Der Stein, den ich dir vorhin heimlich zugesteckt habe, das ist nicht einfach bloß irgendein Stein. Mit seiner Hilfe kann ich sehen, was du gerade so treibst. Wie du siehst, können wir sogar kommunizieren. Also drücke den Knopf, wenn du das... wenn dieser so aussieht. Ich habe einen Stein in deine Statusmenü getan, dass du mit Hilfe von Start drückst und mit Hilfe von L und R umschaltest. Und du gibst ihn mir ganz schön brav wieder, sobald du deine Schwester gerettet hast. Also für ihn bloß nicht. Okay, dann sage ich jetzt nur wirklich vielen Dank, dass ihr in diesem Part dabei wart bei Let's Play The Wind Waker, The Legend of Zelda. Und dann bis zum nächsten Part. Vielen Dank und ciao.